Konami ist hier auf der Gamescom mit zwei großen Marken vertreten. Das ist einmal PES Pro Evolution Soccer 2014, ist hier spielbar und wir haben auch einen Termin verkündet. Und zum Zweiten haben wir Castlevania Lords of Shadow in ganz verschiedenen Versionen. Die aktuellen Formate werden noch lange uns alle im Markt begleiten. Es dauert erfahrungsgemäß einfach immer eine recht lange Zeit, bis die ganz neuen Konsolen ihre Verbreitung finden, auch ihre große Verbreitung finden. Von daher ist es für alle Softwareanbieter sehr interessant, sowohl für die aktuelle Konsolengeneration als auch für die kommende neue Konsolengeneration zu entwickeln. Und genau das machen wir. Wenn ich mir jetzt aktuell dieses Weihnachtsgeschäft anschaue, sind wir sogar ganz klar verstärkt noch auf der, ich sage jetzt mal, alten Generation vertreten. Also ein PES 2014, auch ein Castlevania Lords of Shadow 2, das sind ganz klar Titel, die wir sowohl auf Playstation 3, Xbox 360 und auch PC anbieten. Und das sind unsere ganz klaren Kernformate, die wir für 2013 sehen. Aber natürlich wird es auch für uns in 2014 dann den Übergang geben. Wir arbeiten heute schon an Software für die neue Konsolengeneration. Und wenn ich da ein Metal Gear Solid 5 mal in die Waagschale werfen möchte, ohne einen Release-Termin hier angedeutet haben zu wollen, das ist ganz sicher etwas, das wir auch für die kommende Konsolengeneration anbieten. Aber nicht ausschließlich, sondern Metal Gear Solid 5 erscheint dann für PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Klar, PC-Gaming hat keine Zukunft. Wir reden ja auch von dem Hier und Jetzt. Und heute gibt es eine ganze Menge PC-Spieler und die wird es auch morgen noch geben. Der PC ist einfach von der Ausrichtung durch diese ständigen Verbesserungen an der Hardware, die ich vornehmen kann, eine andere Plattform. Und wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass bei dem PC sozusagen es ein bisschen schneller vorwärts ging von der Hardware, als jetzt bei Verbesserungen, die bei den Konsolen erfolgte. Und das hat natürlich auch die Entwickler ein bisschen ausgebremst, dass wir da mehr Power hatten und bei den Konsolen ein bisschen weniger. Jetzt bekommen die Konsolen wieder einen großen Schub, jetzt geht es da nach vorne. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir auch mittelfristig für sowohl Konsolen als auch PC-Spiele haben werden. Ganz speziell für Konami ist zu sagen, dass wir traditionell eher auf der Konsole beheimatet sind. Das kommt einfach von unserer Mutterfirma in Japan. Dort wird der PC als reine Arbeitsmaschine gesehen und der PC in Japan ist als Spielemaschine eigentlich nicht existent. Umso erfreulicher für mich persönlich ist, dass unsere Entwickler aber mittlerweile auch wirklich alteingesessene Konami-Marken für den PC anbieten. So haben wir jetzt nächste Woche schon, Ende August, kommt Castlevania Lords of Shadow als Ultimate Edition auf dem PC. Ein Konsolenspiel, was 2010 schon erschienen ist, gewissermaßen also schon vom Game her ein bisschen älter, aber trotzdem eine schöne Sache und der gute Einstieg für PC-Spieler, heute das erste Lords of Shadow zu spielen, um dann im Februar gleichzeitig mit den Konsolenspielern auch Hand anzulegen an Lords of Shadow 2. Das ist sicherlich eine Sache, wo Konami dran ist, zu überlegen, ob das eine weitere Plattform ist, die wir mit Software unterstützen. Aber es ist momentan noch zu früh, hier klare Statements abzuliefern. Ich habe noch kein Produkt, was ich definitiv verkünden könnte. Von daher, es ist für einen Publisher ganz normal, zu überlegen, welches Projekt bringe ich für welche Plattform. Neue Plattformen beleben das Geschäft, das ist gut für uns alle. Und von daher eine Plattform, die Erfolg hat, die wird ganz sicher auch von vielen Softwareunternehmen unterstützt. Action oder Sport, das ist kein Wenn oder, das ist einfach beides. Ja, weil es ganz sicher Spieler gibt, die nur das eine oder das andere spielen. Man kann es vielleicht dahingehend erklären, Sport hat einfach die Faszination per se. Jeder hat vielleicht schon mal im Garten gekickt und weiß von daher, was ein Fußballspiel ist und möchte das dann auch wieder real nachempfinden. Oder jemand älteren Semesters spielt vielleicht gerne Golf, hat aber nicht den Platz zu Hause und erlebt dann diese Simulation zu Hause. Also Sport in seinen ganzen Facetten bietet sich geradezu an, auf Konsole oder PC auch nachzuspielen. Und Action, ja, Action sowieso. Wer kann schon zu Hause mal ein Hochhaus explodieren lassen? Ich nicht, aber mach's eben gerne an der Konsole. Man kann sich allein schon darauf freuen, dass Metal Gear Solid 5 irgendwann erscheinen wird. Ich kann zu Metal Gear Solid 5 sagen, dass The Phantom Pain und Ground Zeroes zusammen Metal Gear Solid 5 ergeben. Ground Zeroes ist der Prolog zu Metal Gear Solid 5 und wie ich auch vorher schon sagte, planen wir hier für alle Konsolen, das heißt PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One und werden da ganz sicher ein wahnsinniges Spielerlebnis abliefern.